Das ist Stefan Schreiber. Er arbeitet bei der Firma Gebrüder Weiß. Das ist Josef Hellweger, angestellt bei Beta Plan. Das ist Elisabeth Idowu. Sie arbeitet beim Tiroler Landestheater. Und das ist Philipp Neustering, angestellt bei Ludwig Innsbruck. 4 von 100 Personen, die von der Jobchance Tirol begleitet werden, sowie Hubert Dornauer. Er arbeitet bei der Firma Wirth Hochenburger. Beim beruflichen Wiedereinstieg und der Vermittlung eines geeigneten Arbeitsplatzes wurde er durch die Jobchance Tirol der Lebenshilfe begleitet. Ja, ich bin Elektromeister und habe 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet und habe dann später ein Burnout gehabt. Und hat einige Zeit gedauert, bis ich mich wieder erholt hat. Und durch die Jobchance Tirol habe ich wieder in den Arbeitsmarkt gefunden. Die haben mir sehr viel geholfen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Nach der Einarbeitung mit intensiver Begleitung wird er nun in regelmäßigen Abständen von seinem Jobcoach besucht. Diese langfristige Betreuung dient dazu, den Arbeitsplatz zu sichern, nicht nur bei Krisen und Unsicherheiten. Ja, die Beziehung zum Hubert ist, darf ich als sehr gut bezeichnen. Also ich kenne ihn jetzt seit 2 Jahren. Wir sind schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen gemeinsam. Ja, natürlich gibt es immer wieder irgendwas. Gott sei Dank, im Fall vom Hubert sind das nur Kleinigkeiten. Ja, dann meldet sich entweder der Hubert bei mir oder ich kriege einen Anruf vom Betrieb. Dann ist es eben wichtig, dass man sich zusammenhockt und gemeinsam schaut, dass man irgendeine gute Lösung findet. Das Team des Jobchance Tirol kennt natürlich die Personen sehr gut, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und gibt uns als Unternehmen auch die Hilfestellung, wie das mit der Integration am besten funktioniert. Sie sind immer auch für uns Ansprechpartner, falls es Herausforderungen gibt, die wir gemeinsam müssen in Angriff nehmen. Es gibt immer regelmäßige Meetings, wo man miteinander spricht, die gemeinsamen Ziele nochmal definiert, im schlimmsten Fall oder bei Bedarf auch noch anpasst und so ein gemeinsames, gutes Miteinander hat. Wie berufliche Integration nachhaltig gelingen kann, sieht man bei der Firma Interspar, die auch mit dem Inklusionspreis ausgezeichnet wurde. Gamze findet Erfüllung in ihrem Beruf. Ich muss halt Öl und Essig verräumen und schauen, dass mein Gang sauber ist. Wenn es fertig ist, dann hole ich die nächste Lieferung und dann verräume ich das alles. Bei mir fällt es einfach Lebensmittel arbeiten, weil das ist einfach mein Traum, wenn ich das schön mache und dann habe ich meine Aufgaben halt schöner. Und dabei bin ich auch glücklich, wenn ich halt meine Aufgaben fertig habe. Immer wieder bekommen Menschen mit Beeinträchtigung die Chance, bei Interspar zu arbeiten. Dadurch wird das Team gestärkt. Generell ist das Arbeiten mit Menschen mit Beeinträchtigung für den ganzen Betrieb so wertvoll, weil einfach das soziale Verständnis, das Füreinander, absolute Gewinn für die ganze Firma ist. Die Leute, die da eine Einschränkung haben, die bringen so viel Zufriedenheit und Freude mit. Gell? Das übertragt sich auf die Kolleginnen und Kollegen. Man schaut nachher besser aufeinander und ich denke, jeder gesunde Mitarbeiter ist sich nachher einfach immer bewusst, wie schön das ist, wenn ich gesund bin, wenn es mir gut geht. Und auf der anderen Seite wird dann aber bewusst, wie schnell es gehen kann, aufgrund von einem Unfall oder einer Krankheit, dass man auf einmal nicht mehr so gesund ist. Und nachher ist man froh, wenn man einen Arbeitgeber findet, der sich für das einsetzt. Und schaut, dass die Leute trotzdem eine ordentliche Anstellung haben und da vorhin ganz aufgenommen werden. In der Defrecker Straße in Innsbruck befindet sich eine der 7 regionalen Niederlassungen der Jobchance Tirol, die vom Sozialministerium Service finanziert wird. Mitarbeiter und Coaches in ganz Tirol begleiten Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Jobsuche, Arbeitserprobung und dem späteren Anstellungsverhältnis. Gelungene berufliche Integration sichert meine Selbstbestimmung, sichert mein eigenes privates Leben, meinen Lebensunterhalt, meinen Lebenserhalt. Ich kann mein Leben gestalten, so wie ich will, als junger Mensch. Verwirkliche damit auch die Chance, dass ich meine Gestaltungsspielräume leben kann, nicht abhängig bleibe von Unterstützungssystemen, sondern selbst Herr oder Frau meines Handelns bin. Und wir als Lebenshilfe und als Jobchance Tirol sind froh, dass viele Unternehmen mit uns diesen Weg gehen. Es könnten immer noch mehr sein, weil sie helfen uns letztendlich Menschenrechte zu verwirklichen, das Recht auf Arbeit und damit das Recht auf ein selbstbestimmtes, inklusives Leben mittelst in der Gesellschaft.